Achso, wir können die. Ah, okay, wir können die Brille also aufsetzen und dann Untersuchungen anstellen, oder was? Uah. Okay. Der Dezember. Ohne direkten Bezug zu ermitteln. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ach ja, stimmt. Wir haben ja hier diese Spuren, stimmt, die wir ja suchen müssen. Oh Gott, mein Gott, das. Boah, ist das lange her. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Ach, da hinten, okay. Danke. Reden kann er auch nicht, der ist wahrscheinlich taubstumm. Okay, hier war nichts. Ich untersuche wenigstens schon mal hier das Feld. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist am Regnen. Was ein mieses Wetter. Ah, was haben wir denn da Schönes? Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab. Aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Mhm. Interessant. Hier haben wir noch einen Hinweis. AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Okay. Eine unwichtige Probe. Hey, Sie da! Was machen Sie? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Das stimmt allerdings. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Hören Sie, ich will nicht stören. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Naja. Wir sind jetzt ein Team. Ich hole mir erstmal meine Spezialbrille raus und meinen Spezialhandschuh. Der Ari. So, na gucken wir doch mal, ob wir was finden. Was ist das denn? Okay, suchen wir mal weiter hier. Gucken wir mal, was finden. Irgendwo wird sich ja schon was finden, denke ich mal. Okay. Okay, bis jetzt haben wir noch nichts gefunden, also nichts weiteres. Aha. Da haben wir doch schon was. Was haben wir hier? Nein. Colin Smith. Eintrag, unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort. Ja, unwichtige Probe.
Okay. Geh mal weiter drüben gucken. Also über den... über die Schienen drüber. Vielleicht ist da irgendwas. Mich würde mal interessieren, wo die Pollenspur hinführt. Ja. Das ist eine gute Frage. Aha. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur. Ist wohl das Ende der Spur. Aber ein Schuhabdruck. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Aha. Hallo? Moment. Stopp. Halt, stopp, stopp. Da war was. AI-Eintrag. Blutspuren am Zaun hinter der Bahnlinie entdeckt. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Huch, langsam, Alter. Hua. Verdammt. Müssen wir ganz langsam machen. Oh Gott. Hua. Um Gottes Willen. Gott, oh 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 Gott. Ganz langsam. Ich will auch so eine coole Brille. Ja, definitiv. Ich auch. Ich möchte auch so eine geile Brille haben. Ach, R2. Ich habe mich schon verdrückt jetzt gerade. So. Ach, da ist... Nein, 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 nein. Verdammt, scheiße. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Quicktime-Events hasse? Verdammt. So. R2. So, jetzt kann ich die loslassen. Drücke L2. Muss ein bisschen im Rhythmus bleiben. Und L1. Ja, jetzt aber. Ah. Meine Güte. Ich finde es gut, dass er auch nicht sich zu fein ist, die Hände schmutzig zu machen. Nein. Aha. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Ja, das könnte gut sein. Das ist ein bisschen laut, ne? Oder meine ich das nur? AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ein großes Fragezeichen. Ich glaube, das war's hier oben. Uah. Toll. Super. Fick dich! Hier komme ich doch bestimmt nicht weiter, ne? Nein. Ich will mich selbst umbringen. Lass mich auf die Autobahn laufen. Okay, ich glaube, hier ist, glaube ich, sonst nichts weiter. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Ja, das stimmt, das fällt mir auch auf. Die Stimme ist sehr leise zwischendurch. Auch generell so die Effekte. Warte mal, Stimmen lasse ich mal auf 100. Mach das jetzt nochmal im Live-Let's Play. Mach mal so die Effekte, mache ich mal so auf 75. Und auch die Musik nochmal so auf. Oder machen wir mal 70. Machen wir mal 70, 70. Und die Stimmen lassen wir mal auf 100. Und dann, denke ich mal, dürfte es eigentlich passen. So. Dann klettern wir mal nach unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und nochmal nach unten, bitte. Nein, falsche Tasten. Oh Gott. Na, ging nochmal gerade eben gut. So. Wo ist denn jetzt der Typ? Da ist der Typ, ne?
So, quatsch mal mit dem mal. Ich bin klitschnass. Das stimmt. In der Nähe der Leiche sind Eisenbahnschienen. Genau wie bei den anderen Opfern. Warum? Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Ja, yeah, ich sehe mich hier noch ein bisschen um, wenn's recht ist. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Na klar, nehme ich mir die Zeit. Viel zu viele Menschen hier, sie zertrampeln den ganzen Tatort. Die Leiche ist noch hier. Aber eigentlich haben wir ja soweit alles rausgefunden, was rauszufinden ist. Warte mal, wo ist der Typ denn jetzt? Kann ich mit ihm mitfahren, oder? Wo ist er denn jetzt? Ach, der haut jetzt ab, ne? Kann ich ja theoretischerweise eigentlich auch abhauen, weil ist ja... Die Leiche ist noch hier. Gucken wir mal. Können wir die Leiche noch untersuchen? Weil es der einzige Gedanke, den er noch hat. Schauen wir nochmal. AI-Eintrag des Opfers liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Boah, so eine coole Brille will ich auch haben, Alter. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem am Zaun. Okay. Also kommt das schon hin. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Verdammt. Boah, es ist mies, ey. Haben wir da sonst noch irgendwas? Da hinten vielleicht? Nee, okay. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Ja, dann können wir die Brille abnehmen, den Handschuh ausziehen. Eieieiei. Ich glaube, es wird Zeit für uns zu analysieren, unsere Funde. Und zurück ins Büro zu fahren. Uiuiuiui. Also ganz ehrlich, den Job möchte ich im echten Leben auch nicht machen. Bin ich ganz ehrlich. Also bin ich froh, dass es solche Leute gibt. Also ich möchte den Job nicht machen. Ganz ehrlich gesagt. Weil ich gerade den Zug da fahren sehe, ne? Hätten die normalerweise nicht eigentlich das Gleis eigentlich erstmal komplett blockiert, um die Spuren zu analysieren? Im echten Leben, meine ich jetzt? Also, ist jetzt nur so eine Frage und so eine Vermutung. Fledermaus, Insekt, Schmetterling, Dienstag, 13 Uhr. Fledermaus? Fledermaus. Wolf, Ratte oder Fuchs? Ich nehme, glaube ich, den Fuchs. Ein Fuchs. Mhm. Klingen, Krebs, Gesichter? Zwei Gesichter nebeneinander. Blut, Tod, Schatten. Tod. Tod. Mhm. Okay. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein.
Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Das ist so leicht gesagt immer. Ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es, Sean? Er ist ein sehr einzelgängerischer Junge, wissen Sie? Sehr auf sich bezogen. Er steht seiner Mutter sehr nahe. Bei mir ist das anders. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Nein. Nein. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Da hat er wohl recht. Kann mich gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann mich da gar nicht reinversetzen. Es ist so 16.10 Uhr. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Wie war es denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du was essen? Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Warum kann ich ihm irgendwie nicht glauben? Ich weiß, dass er was hat. Ist klar natürlich, dass er was hat, aber dass er so jetzt... Naja. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Kann ich mal probieren? Bin ich immer gespannt. Wie ein Boom, 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 Boomerang komme ich immer wieder bei der... Entschuldigung. Du, das kann ich gar nicht drücken. Und tschüss. Wie fange ich den jetzt? Komm, jetzt du, Sean. Und hüpp. Ist es wieder X die Taste, oder? Oder? Ja. Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Wirf ihn. Hui. Yeah. Geschafft, Dad. Ganz toll schon. Siehst du? War gar nicht so schwer.
die Stream-Quali lässt ein bisschen nach, fällt mir gerade auf. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung warum. Ich war schon seit Ewigkeit nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Yay, Wippen. Cool. Lass mal eine Runde wippen. Komm, Dad, lass mich fliegen. Natürlich. Hui. Hui. Ach, wie schön. So, willkommen zum Live-Let's Play von Heavy Rain. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht so auf den Chat eingehen, aber hallo Popokop. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Was ist denn mit der Quali los? Sehr merkwürdig gerade. Schneller! Okay, machen wir. Schneller! Schneller! Na los! Schneller! Hey. Schneller! Warum erinnert mich dieser Spielplatz unheimlich an Silent Hill? Oh, er hat Spaß. Was ist mit der Quali heute los? Verdammt. Oh, jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Gut, das ist ein Augentraining. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Ich bleib mal bei ihm. Bin da so ein bisschen paranoid geworden. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Oh Mann. Ich auch. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Natürlich darf er mit dem Karussell fahren, selbstverständlich. Einmal. $1. So, wann geht's los? Oh oh. Oh oh. Alter, was? Oh Gott. Ich muss mal... Oh Gott, was ist das denn? Das kann... Nee, das kann ich so nicht lassen. Alter, schon wieder? Was ist denn das für eine Straße? Oder ist es die Straße, wo es früher passiert ist? Kann das vielleicht sein?
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Sean! 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 Oh Mann! Ein Albtraum. Sean! Sean! Oh, oh. Sean! Hä? Ich schneide jetzt gar nichts mehr. Ist es Traum? Ist es Wirklichkeit? Ich bin nicht mehr ganz im Bilde. Nein. Nein, 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 nein. Freigeschaltet. Ich, ja. Boah, Alter, es ist so. Es ist sehr, sehr, sehr emotional. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so. Es ist ein Spiel, wie ich schon sagte. Ich werde mich ein bisschen ruhiger verhalten. Dienstag, 19.55 Uhr. So. Und, wir werden jetzt hier an dieser Stelle für YouTube ein kleines Folgenpäuschen machen. Für dich geht's dann, ich denke mal, morgen weiter. Und, ja, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder hier bei Heavy Rain. Und, ja, würde sagen, bis demnächst. Ciao, ciao.